Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eladum, zu einem neuen Let's Test. Zu einem Let's Test Meisterdetektiv Pikachu, die Spezial-Demo-Version. Ja, das Spiel kam letztens erst in diesem Jahr 2018. Ich glaube sogar Ende März kam es auf den Markt. Ich habe überlegt, ob ich das Spiel als Let's Play bringe, aber habe mich dann doch final entgegen des Let's Plays entschieden, also gegen das Let's Play und für ein Let's Test entschieden. Da auch gerade Pokémon Ultramond noch läuft und auch seinem Ende entgegengeht, werde ich danach auch mal noch eine Pause von Pokémon einlegen und andere Genres spielen. Mario, Tomodachi Life und so weiter. Die müssen alle noch gespielt werden. Aber heute erstmal Meister Detektiv Pikachu, die Spezialdemo-Version. Wir testen es mal an. Und schau mal, wie das Spiel so ist. Wie das wäre, wenn ich es als Let's Play gespielt hätte. Es kommt nochmal, also nochmal schnell das Wort hinten dran. Es kommt irgendwann, ich werde Meisterdetektiv Pikachu auf jeden Fall irgendwann Let's Playen. Aber nicht in absehbarer Zeit. Also jetzt Pikachu, Meisterdetektiv Pikachu, die Spezialdemo-Version. Auf geht's! Wir starten ein neues Spiel. Ja, wie ihr schon seht, die Sprachausgabe ist auf Englisch, aber wir kriegen einen Untertext, damit wir auch verstehen können, was er sagt. Da haben wir den Hauptcharakter, dessen Name mir entfallen ist. Wir werden ihn gleich wahrscheinlich erfahren. Ja, wir spielen hier in Rhyme City. Den Typen dort, den Jungen, spielen wir. Tim Goodman heißt er. Das ist unser Charakter, den wir steuern. Manchmal auch Detektiv Pikachu, aber ihr werdet es ja sehen. Da herrscht sofort das Chaos. Griffel, Lümmel aus Leidenschaft. Ja. Da klaut er den Anhänger. Da ist er, der liebe Pikachu. Ja,
Nur echt mit Detektivmütze. Just talking to yourself? In Sherlock Pikachu. She didn't understand him? So, it seems that you're the only one who can understand what I'm saying. That's impossible. I don't really know what's going on, but you can understand me, so, all right. What are you talking about? Dope. Ja. Der Tim ist scheinbar der Einzige, der das Pikachu verstehen kann. Auch sehr gut, die tiefe männliche Stimme von Pikachu. Ja, und jetzt können wir uns scheinbar bewegen. Was? Nein, noch nicht. Was ist? Hast du etwa schon was vor? Ja, aber das hier ist wichtiger. Außerdem bin ich früh dran und sollte es noch rechtzeitig zu meinem Termin schaffen. Alles klar, wenn du nachher irgendwo hin musst, kann ich dich auch hinbringen. Dann mal los, schnappen wir uns die Griffel und dann holen wir die Halskette zurück. Ja, jetzt kann ich mich bewegen. Juhu! Damit jetzt offiziell seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, genommen habe und eingeladen zum Netztest. Detektiv Pikachu mit dem Zwergenfürst. Da rennt er schon voran. So, wir reden hier mit allen Menschen, oder was? Du hast sie auch gesehen? Ich habe versucht, sie zu fangen, aber sie sind mir entwischt. Ja, die Griffel, nach denen jagen wir jetzt. Was haben diese Schlingel überhaupt mitten in der Stadt verloren? Ja, das frage ich mich auch. Verfolge die Griffel! Das ist die Quest. Und was treiben die denn da? Die haben Böses vor. Puh! Quicktime Events. Hup. Bravo! Da haben wir es geschafft. Auszuweichen. Pikachu ist's. Der hat's in den Mund gekriegt. Ins Mund. Aha, Ketchup. Hotstock mit Ketchup. Ah, Quick Time Event. Bravo. Ich werde hier noch der Meister der Quick Time Events. Ja, ihr seht schon, das Spiel wird ziemlich spannend. Es sind sehr viele Dialoge, aber ja. Es wird auch später Rätsel geben, die wir zu lösen haben. Die sieht man jetzt noch nicht wirklich, aber ihr werdet wahrscheinlich noch dazu kommen, sie zu sehen. Oha! Eine knifflige Situation nach der anderen. Wir haben wieder ein Quicktime-Event. Pikachu gerettet. Da sind sie entkommen, die beiden. Schaut so aus, als würde die Suche beginnen. Wechseln sie. Und als Andenken haben sie ein ganz schönes Chaos hinterlassen. Ja, unfassbar. Das Pokémon mitten in der Stadt so ein Tohuwabohu anrichten. Lel. In letzter Zeit häufen sich die Vorfälle, bei denen Pokémon plötzlich durchdrehen. Aber mein sechster Sinn sagt mir, dass dieser Fall nicht damit zu tun hat. Hoch! Was ist hoch? Achso, kommt der Family. Hast du die Griffel erwischt? Nein, sie sind leider gekommen. Also ist die Halskette weg? Tut mir wirklich leid. Hey, willst du etwa schon aufgeben? Sieh dich doch mal um. Diese Schmutzfinken haben mehr als genug Spuren hinterlassen. Sie zu finden wird ein Kinderspiel. Spuren? Willst du mir etwa erzählen? Ein Pikachu, achso, das bin ich. Naja, egal. Ein Pikachu wie du könnte Spuren lesen. Also wirklich, da fragst du noch. Mit mir an deiner Seite spürst du die Kette auf, bevor du Donnerblitz sagen kannst. Das kannst du den anderen beiden Damen dort genauso erzählen, um sie zu beruhigen. Okay.
Kein Grund zur Sorge, Pikachu und ich werden die Helskette finden. Oh, wirklich? Super, vielen Dank. Also dann fackeln wir nicht lange, sondern nehmen gleich die Ermittlungen auf. Und wie genau stellen wir das an? Zuallererst fangen wir mit der Befragung an. Da ich mit Menschen nicht reden kann, bist du dafür zuständig. Frag die Leute hier einfach, ob sie die Griffel oder die Halskette gesehen haben. Okay, verstanden. Hast du einen Stift und ein Notizbuch bereit? Ja, aber wofür? Um Zeugenaussagen, Hinweise und Beweise festzuhalten. Geht klar. Leg dir eine umfassende Liste aller wichtigen Anhaltspunkte an. Okay, ich versuch's. Ja, okay, ist klar. Hier haben wir eine Liste mit verschiedenen Sachen. Die Halskette zum Beispiel, einfach was wir schon gemacht haben. So reden wir mal mit allen. Kann ich dir helfen? Jörn, sag mir doch mal was zu den Griffel. Sind hier zufällig zwei Griffel vorbeigekommen? Oh, ja, eins ist direkt über meinen Kopf hinweg gesaust. Die halten diese Stadt wirklich für ihren Spielplatz. Sieht ganz so aus. Mit wem redest du denn da? Mit mir selbst. Wissen Sie, wo die Griffel jetzt sind? Eins ist nach dort hinten abgehauen, in Richtung der Bank. Vielen Dank. Griffel das zur Bank, flüchtete. Ja. Okay, haben wir einen weiteren Anhaltspunkt. Das läuft ja wie geschmiert. Mach weiter so mit der Befragung. Okay. Das wäre es dann für Sie. Hey Pikachu, kommst du bitte mal kurz? Was ist denn auf einmal? Folge mir einfach, ich erkläre es dir gleich. Na gut, ich komme ja schon. Als ich eben mit der Frau gesprochen habe, hat mich diese Frau ganz schief angeschaut. Ach ja, ist mir gar nicht aufgefallen. Naja, irgendwie verständlich, schließlich kann sie mich im Gegensatz zu dir nicht verstehen. Aber das könnte dazu führen, dass du weniger Informationen aus Leuten herausbekommst. Genau, wir sollten daher vor anderen Personen besser etwas vorsichtiger sein. Recht hast du, aber gar nicht miteinander zu reden ist auch keine Lösung. Wär's, wenn ich dir einfach ein Zeichen gebe, wenn ich etwas besprechen will. Gute Idee. Dann starten wir doch gleich einen Testlauf. Warte auf mein Zeichen und sprich mich an. Okay, ich warte auf dein Zeichen. Oh, ein Zeichen. Ein Zeichen. Sprech mich an. Super, du hast mich bemerkt. Wenn mir ab jetzt etwas, gebe ich dir ein Zeichen. Halte die Augen offen. Er hat selbst gesprochen, das musste ich nicht synchronisieren. Na dann, weiter. Befragen wir weitere Leute. Da können wir noch nicht lang. Nach rechts der Bank können wir nicht. Dem Hinweis folgen geht's nicht. Dann sprechen wir mit ihr hier. Das ist doch ein Käufer. Modebewusster Vierbeiner. Wie kann ich helfen? Achso, das war sie. Wir suchen zwei Griffel. Haben Sie sie zufällig gesehen? Und ob? Sie haben einen Käufer gekehrt und dabei sein Fell völlig durcheinander gebracht. Tut mir leid, das zu hören. Mehr hat sie nicht zu sagen in der Demo-Version. Was gibt's? Die Griffel. Sie haben nicht zufällig zwei Griffel hier vorbeikommen gesehen? Aber hallo, wie aus dem Nichts kamen sie vom Dach heruntergeputzelt. Haben mich ganz schön erschreckt. Können Sie mir sagen, wohin die beiden verschwunden sind? Eins von ihnen ist hier entlang gestürzt in Richtung Park. Das andere ist auch hier. Vorbeigekommen, aber ich habe es aus dem Augen verloren. Eins ist also in den Park verschwunden. Vielen Dank, das hilft uns weiter. Griffel das zum Park, flüchtete. Okay, nächster Anhaltspunkt. Gute Arbeit. Schreib dir das gleich mal auf. Ich habe es mir notiert und ich weiß jetzt, wo der eine hin ist. Der eine ist zum Park und der andere ist hier lang. Ach, müssen wir erst die Anhaltspunkte lesen. Erneut lesen, damit wir folgen können. Okay, hier haben wir das Griffel, was zum Park flüchtete da.
Das kam vom Dach gesprungen und flitzte weiter zum Park. Und ein Griffel, das zur Bank flüchtete, sprang über eine Passantin und entkam dann auf dem Weg zur Bank. Diesmal zur Bank. I'll gather testimony from the other Pokémon. Aha. Er würde die anderen Pokémon befragen. Kann also mit Pokémon reden. Was ja klar ist. Wie kann ich Ihnen helfen? Mit Käufer werden wir mal sprechen. Ich frage mich, ob Käufer vielleicht etwas weiß. Finden wir es doch einfach heraus. Dafür bin ich schließlich da. Du siehst ziemlich fertig aus, Käufer. Haben dir die Griffe übel mitgespielt? Wirklich? Oh Mann, das klingt ja furchtbar. Was ist los? Was hat es gesagt? Sein Trainer gibt ihm einmal pro Woche besonders nährstoffreiches Beeren zu essen, die offenbar grauenhaft schmecken. Und heute wartet wieder eine Portion dieser grässlichen Beeren auf es. Deswegen ist es so niedergeschlagen. Das hat ja gar nichts mit den Griffeln zu tun. Richtig. Über die Griffel weiß es offenbar nichts. Ich schätze, den Pokémon gehen auch die verschiedensten Dinge durch den Kopf. Da sind ja auch Wesen. Okay, haben wir hier irgendwo noch ein anderes? Hier haben wir einen Hinweis, hier haben wir einen Farbklecks und noch ein anderes Pokémon, mit dem wir reden können. Oh, du bist ein anderes Pokémon, mit dem wir reden können. Die Rabbits. Grab. Sind dir zwei Griffel über den Weg gelaufen? Grabbit. Verstehe. Was hat es gesagt? Na, das hast du doch eben selbst gehört. Nein, ich habe nur Grabbits Ruf gehört. Aber was es damit meinte, weiß ich nicht. Dann kannst du also nur mich verstehen. Merkwürdig. Es hat auf jeden Fall gesagt, dass es zwei Griffel gesehen hat. Sie waren auf der Flucht. Aber mit so einer oberflächlichen Aussage kommen wir leider nicht weit. Dank dir können wir also auch problemlos mit Pokémon. Dank dir können wir also auch problemlos Pokémon befragen. Echt praktisch. Ja, echt praktisch. Dann haben wir den befragt und weiter geht's. Finden wir noch ein paar Pokémon. Und dann war es dies. Ich kann schon möchte reden. Die beiden Griffel haben sich offenbar getrennt und sind in verschiedene Richtungen gerannt. Die Frage lautet also, wohin das Griffel mit der Halskette verschwunden ist. Was denkst du? Ich habe alle in der Umgebung befragt, aber niemand konnte mir weiterhelfen. Ja, leider, aber keine Sorge, auch in einem solchen Fall kannst du ein Detektiv. Auch in so einem Fall weiß sich ein Detektiv zu helfen. Er verwendet seinen ausgeprägten Spürsinn, um die Umgebung nach Beweisen zu untersuchen. Und davon haben wir genug. Was ist zum Beispiel mit diesem Rolltor da? Schau dir das mal genauer an. Ich weiß doch schon längst, dass der eine da lang gegangen ist und der andere durchs lang Richtung Park. Was ist denn jetzt hier? Was gibt's denn hier Neues? Am Rolltor ist eine Farbspur zu sehen. Ja, und ihre Form sieht ganz genauso aus wie der Schweif eines Griffels. Gibt es hier vielleicht noch mehrere solche Farbspuren? Sichern wir uns ein bisschen um. Weißer Fußabdruck. Juhu. Und ich habe hier noch einen roten Fußabdruck. Können wir den auch noch scannen? Ein roter Fleck. Er riecht nach Ketchup und dieser Form eines Griffels. Die rote Farbe stammt vom Ketchup des Hotdogs-Stands. Ah, stimmt. Gut kombiniert. Das ist ein guter Hinweis. Lass uns ein paar Leute zu dem Ketchup-Fleck befragen. Fang am besten mit dem Typ da drüben an. Dem mit der Kappe. Okay. Manchmal hast du neue Informationen von Zeugen, die du bereits befragt hast. Wenn du ihnen eine andere Frage stellst. Ja, wir müssen mit allen jetzt nochmal über den Ketchup-Fleck und über den weißen Fleck, über den Farbfleck reden. Wo es gibt's? Einen Ketchupfleck gibt's. Der Ketchupfleck dort drüben sieht aus wie der Schweifabdruck eines Griffels. Können Sie mir darüber etwas erzählen? Oh ja, das war dieser Griffel. Ist völlig ausgerastet. Den Tisch da hat es auch umgeworfen. Nur ein Dieb mit dem Schweif und zack.
Echt? Sind Griffel wirklich so stark? Hast du Angst vor ihnen? Mach dir mal nicht in die Hose. Du hast doch mich an deiner Seite. Stimmt ja. Im Notfall könntest du mir mit der Attacke Donnerblitz aus der Patsche helfen. Du bist schließlich ein Pikachu. Donnerblitz? Na klar. Das schlägt ein wie ein Blitz. Okay. Vergessen wir das. Jedenfalls haben wir jetzt neue Informationen. Denk dran, Zeugen, mit denen du geredet hast, aufs Neue zu befragen. Ja, ist klar. Das ist so die erste Sache, die schon ein bisschen zäher wird. Ja, alle Leute wirklich zu befragen. Obwohl das die Lösung eigentlich schon offensichtlich ist. Aber ja, es ist ja ein Kinderspiel. Wie kann ich helfen? Hey, mal den Ketchup-Fleck beantworten. Sehen Sie den Ketchup-Fleck da drüben? Er hat die Form eines Griffelschweifs. Haben Sie vielleicht gesehen, wie er entstanden ist? Und jetzt, wo du erwähnst, eins der Griffel hatte einen roten Fleck am Schweif. Das war also Ketchup. Was für ein Glück, dass Käufer auf nichts davon abbekommen hat. Können Sie mir noch mehr über das Griffel erzählen, das Ketchup am Schweif hatte? Nein, tut mir leid, die Situation hat mich total überfordert. Ich war völlig durcheinander. Okay, keine Hilfe durch Sie. Achso, ja, Sie nochmal. Ich dachte, wir können jetzt mit dem Käufer sprechen. So, hier, mit ihr müssen wir noch reden. Kann ich dir helfen? Die Farbspuren. Stammen die Farbspuren von Griffel? Selbstverständlich stammen die von Griffel, Tim. Ja, ich glaube, er wollte die Farbe loswerden, die überall auf seinem Schweif verteilt war. Das sind sehr nice Informationen, die er jetzt dringend benötigt. Grab! Hier, Ketchupfleck. Du meintest, du hättest zwei Griffel gesehen. Hat eins von beiden einen roten Fleck am Schweif? Grab! Was sagst du da? Was ist los? Offenbar hatte das Griffel mit dem roten Schweif die Halskette bei sich. Das ist ja eine brandheiße Spur. Danke, Rabbit. Grab. Ein Griffel mit Ketchupfleck. Ja, wollen wir mal aufbrechen, oder was? Haben wir doch jetzt einen eindeutigen Hinweis. Ich würde sagen, wir haben genug Infos gesammelt. Zeit für etwas Ermittlungsarbeit. Ermittlungsarbeit? Was meinst du damit? Wir sehen uns alle Zeugenaussagen und weisen genau an, und in welche Richtung das Griffel geflohen ist. Klingt logisch. Am besten hältst du in deinem Notizbuch ein paar Seiten für Ermittlungen frei. Sicher. Moment. Finde heraus, wohin das Griffel gerannt ist. Dort entlang, ich weiß es. Bürokratie hier, dass wir alles studieren müssen. Eine Skizze. Die haben wir auf dem unteren Bildschirm. Die werde ich jetzt nicht anzeigen. Aber es ist eine Skizze der Straße. Ja, so spektakulär sieht das nicht aus. Okay. So, mal die Hinweise richtig legen. Auf dem unteren Bildschirm kann man ein bisschen was zurechtlegen. Wir finden den heraus, wo er hingegangen ist. Ja, machen wir das. Und welche Aussage war denn das? Ah, jetzt müssen wir gucken, welche Aussage zu dem Ketchup-Fleck geführt hat. Ich glaube, die von dem Pokémon, die war so ziemlich einleuchtend. Bravo! Jo, das war's. Griffel mit Ketchup-Fleck. Von diesem Hasen-Pokémon kam der Hinweis. Also ist der Typ mit dem Halskettendings dort lang, Richtung Park.
Es ist in den Park verschwunden. Das haben wir ja großartig rausgefunden. Oder was? Hast du eine Spur? Mhm. Ja, okay, das muss ich nicht vorlesen. Wir sehen auf dich, wie Counting und du. Wirklich? Okay. Svenki hat mal wieder was über das Englische gelernt. Meisterdetektiv Pikachu. Los geht's. Sie haben wunderschöne Glocken. Ja, das sind die Glocken meiner Großmutter.